Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Vorspieltagspressekonferenz vor unserem Heimspiel am Samstag um 20.30 Uhr in der Arena gegen die Recken aus Hannover. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Trainer Adas Zeyn-Eyosson und Jonas Tümmler. Und wie immer geht die erste Frage an den Trainer. Wie hast du die 2 Wochen, die du mit deiner Mannschaft hattest, aufgrund der Länderspielpause genutzt und was erwartet deine Mannschaft am Samstag? Wir haben natürlich die Pause für beides, natürlich an die Defizite zu arbeiten, die wir hatten in Lübeck. Also wir haben viel an die Überzahl gearbeitet, ein bisschen auch was die Unterzahl begeht. Haben das genutzt, so ein bisschen Feinschliffe in diese Richtung zu machen, aber auch aktive Regeneration, weil da viele Spieler angeschlagen gewesen sind, haben wir versucht, da gegenzusteuern und die Mannschaft zu helfen, gut zu regenerieren. Jetzt gegen Hannover natürlich wissen wir, dass da eine sehr, sehr schwere Aufgabe auf uns zukommt, wo wir eine Top-Leistung bringen müssen, um eine Möglichkeit auf Punkte zu haben. Wir brauchen gegen diese Truppe, die momentan 5. Platz, eine hervorragende Saison gespielt hat, müssen wir natürlich mit alles, was wir haben, mit den Zuschauern auch im Rücken, gemeinsam versuchen, Schwächen bei dem aufzufinden und die auch zu nutzen. Da haben wir uns einiges vorgenommen und werden das bestmöglich versuchen, hier zu Hause umzusetzen. Danke dir. René, jetzt war die Verletzten-Situation vor der Länderspielpause angespannt. Kannst du uns da irgendwelche guten Neuigkeiten vielleicht erzählen? Ja gut, wie es Adli schon gesagt hat, natürlich haben die 2 Wochen unserem Team jetzt sehr gut getan. Wir konnten die Zeit halt wirklich nutzen, gerade die verletzten und angeschlagenen Spieler, um wieder ihren Fitnesszustand bzw. ihren Gesundheitszustand natürlich zu verbessern. Nach wie vor haben wir natürlich ein großes Fragezeichen bei einigen. Bei Nico Büdel schaut es schon wieder ganz gut aus. Bei Nico Link ist der Einsatz fraglich, aber so wie wir Nico kennen, wird er mit Sicherheit für ein paar Minuten auf die Zähne beißen können, aber das werden wir dann einfach jetzt Tag für Tag entscheiden. Heute und morgen sind nochmal 2 Einheiten, wo wir das testen können und dann werden wir einfach sehen, wie es funktioniert. Aber dass die Jungs wollen, dass die Jungs kämpfen und beißen, das haben wir in den letzten Wochen zu Genüge gesehen und das brauchen wir natürlich auch jetzt am Samstag. Mit Hannover kommt mit Sicherheit nicht nur das Team der Stunde, sondern das Team der Saison vielleicht sogar. Sie hatten ein sehr wildes letztes Jahr, wo sie in der Rückserie der letzten Saison kein einziges Spiel gewonnen haben. Obwohl sie über einen hervorragenden Kader natürlich auch da schon verfügt haben, haben sich dann im Sommer relativ geringfügig nur verändert, haben ein neues Trainerteam installiert und sich am Kreis sehr, sehr hochkarätig verstärkt. Und das hat dazu geführt, dass sie jetzt wahrscheinlich auch eher dort stehen, wo man sie auch einordnen sollte. Es ist ein Spitzenteam der Liga, mit Sicherheit, dass sie jetzt um die Meisterschaft mitspielen können. Das war jetzt vielleicht so nicht zu erwarten, aber wer sowohl zu Hause als auch auswärts Kiel schlägt, einen Punkt in Flensburg holt, zu Hause Flensburg schlägt, der hat es absolut verdient, glaube ich, zu den Spitzenteams der Liga gezählt zu werden. Und deswegen erwartet uns natürlich da am Samstag eine unfassbar schwere Aufgabe. Wie Adi schon gesagt hat, da muss alles passen. Eine stabile und sehr, sehr gute Deckungsleistung mit guten Torhütern plus natürlich auch einer hervorragenden Angriffsleistung ist dort vonnöten, wenn wir dort was Zählbares mitnehmen wollen. Aber ich glaube, uns erwartet da am Samstag zur besten Zeit, 20.30 Uhr, hier ein absolutes Handballfest. Und darauf freuen wir uns alle. Danke, René. Tümmi, du wirst wieder mal auf 2 echte Brocken treffen in der Innenverteidigung der Hannoveraner. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Kann man sich auf sowas überhaupt vorbereiten? Ja, dass Hannover eine gute Abwehr spielt, das ist uns allen bekannt. Wir haben jetzt schon viel Video geguckt, schauen, wo wir sie ein bisschen stören können. Und wir haben jetzt nochmal 2 Trainingseinheiten, wo wir uns bestmöglich darauf vorbereiten können. Und ich versuche meinen Teil am Kreis halt dazu zu bringen, dass unsere Angreifer einfache Tore vom Rückraum machen können. Und ich mich natürlich auch ein bisschen in Szene setzen kann. Und dann schauen wir, wie es am Ende dann wird. Danke dir. Zeit für eure Fragen. Kurzes Handzeichen. Und Philipp Rosa beginnt die Runde. Um nochmal zu dem Personalia zurückzukommen, die 3 sind ja angesprochen. Wie geht's Teile und wie sieht's bei Jan Schäfer aus?
Teile wie gesprochen. Der ist auf einem guten Weg, also vor allem was Verteidigung angeht. Klar ist der ein bisschen einbeschränkt nochmal, was die Angriff bekommt, aber wir sehen einen stetigen positiven Trend, was das betrifft. Noch ist er nicht der Alte, das ist auch klar, aber er ist schon so weit, dass er uns hier und da für Kurzeinsätze auch helfen kann im Angriff und wird auch so eingesetzt. Jan Schäfer gibt es noch keine neue Information. Das würde konservativ behandelt und Anfang Mai ist so der erste Zeitpunkt, wo man darüber denken kann, ob er spielt oder nicht, laut den neuesten Informationen. Hannes Ries, Handballwoche. René, hat sich der Punktgewinn positiv auf das Zuschauerinteresse ausgewirkt? Ja gut, ich meine, wir merken natürlich schon, dass der Samstagabend natürlich schon zieht, gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass der Punktgewinn nicht nur moralisch für die Truppe, sondern natürlich auch für die, ich sage jetzt mal, Euphorie und das Umfeld natürlich sehr wichtig war. Wir sind mittlerweile 7 Punkte vom Abstiegsplatz entfernt. Wenn man mal überlegt, letztes Jahr waren es nur 4 Punkte, also so gesehen muss man das immer auch ein bisschen in Relation, glaube ich, betrachten. Deswegen freuen wir uns natürlich jetzt auch am Samstag einem regen Zuschauerinteresse entgegen und auch ein spitzenspielwürdiges Interesse. Noch einmal das Mikrofon zum Philipp? Ihr habt es ja angesprochen, Hannover, Mannschaft der Saison, Sieg in Kiel zuletzt, aber ist ja nicht anfällig, aber durchaus zu packen bei ihren Auswärtsspielen. Siehe Göppingen, da ist ja noch nicht so lange her, 6 Wochen, da haben sie sich ja schwer getan, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also. Ich meine, natürlich gibt es jetzt in der Liga keine Mannschaft, die unschlagbar ist. Und wir gehen natürlich auch in dieses Spiel genauso rein wie in alle anderen Partien mit dem absoluten Willen, dieses Spiel auch gewinnen zu wollen. Gar keine Frage. Dafür sind wir alle ehrgeizige Sportler und das ist unser Ziel am Samstag. Aber wir wissen natürlich auch, wie schwer diese Aufgabe ist und müssen natürlich hoffen, dass Hannover einen Tag erwischt, wie zum Beispiel in Göppingen oder ich glaube auch bei den Rhein-Neckar-Löwen haben sie eine relativ hohe Niederlage erlitten. Aber man hat ja in dieser Saison sehr häufig auch ein anderes Bild von Hannover gesehen. Und sollten sie das abrufen, dann wird es einfach sehr, sehr schwer. Aber nichtsdestotrotz wissen wir auch, was wir können. Und darauf konzentrieren wir uns. Und wenn wir, wie gesagt, mit einer guten Abwehrleistung und einem starken Angriff und einer guten Quote das Thema am Samstag bespielen, dann sehe ich uns da nicht chancenlos. René hat es angesprochen, Adli, habt ihr das Spiel, starke Abwehr, starke Torhüterleistungen? Das hat in Lübeck ja bis auf die letzten 5 Minuten nicht funktioniert. Habt ihr nochmal analysiert, woran es gelegen hat? Oder waren es einfach zwei schwache Tage oder ein schwacher Tag beider Torhüter? Wir hatten in Gummersbach war das letzte Mal, wo das richtig gut funktioniert hat. Wir haben seit der Verletzung von Katze ein bisschen einfach die Konstanz, was das betrifft, ein bisschen gefehlt. Wir haben, was die Abwehr betrifft, analysiert und die 5-1-Deckung sah eigentlich gut aus. Es sind da 2-3 Kleinigkeiten, was wir abstellen müssen, die uns da mehr Stabilität auch, was die Torhüterleistung betrifft. Aber ich glaube, jetzt ist wieder der Nikolas Warin, Katsianis Warin in einer sehr, sehr guten Verfassung vor seiner Verletzung und wird jetzt, glaube ich, auch nach seinen 2-3 Wochen Ausfall wieder halt kommen. Und das ist, da mache ich mir keine Gedanken. Nico Gelev, Bild Nürnberg. Sie haben es angesprochen, 7 Punkte ist man von den bedrohten Plätzen weg. Oder auch an Sie die Frage, Herr Everson, ist das jetzt ein Vorteil, weil man befreit aufspielen kann? Oder befürchtet man bei der Mannschaft vielleicht auch ein wenig einen Spannungsabfall, weil der ganz große Druck nicht mehr da ist? Manche Mannschaften brauchen ja Druck, um Leistung zu bringen. Wie geht man mit der Tabellensituation um? Ja, also dem vorzugehen, natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen bis zum Ende der Saison. Also das ist immer unser Anspruch und wir wollen natürlich versuchen, am Ende das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, was möglich ist in dieser Phase und in dieser Spielzeit. Und deswegen ist jedes Spiel auch noch wichtig, was kommt. Und
Natürlich haben wir einen Blick nach unten, aber wir wollen uns natürlich versuchen, weiter nach oben zu orientieren und auch dahingehend zu entwickeln. Und deswegen ja, ist das eine Situation, die uns da jetzt weder im Kopf irgendwie groß bearbeitet oder dass wir daran denken, sondern wir wollen einfach das nächste Spiel gewinnen. Das ist der einzige Gedanke, der die Mannschaft trägt. Und da haben wir jetzt noch 4 Heimspiele und 3 Auswärtsspiele. Und da wollen wir natürlich versuchen, so viele Punkte wie möglich noch zu holen. Ja, der Weg ist da. So ist gemacht. Dann noch einmal das Mikrofon zum Herrn Ries, bitte. Jonas, wie ist die Anzahl der blauen Flecke im Vergleich zum Vorjahr? Zum was? Die Anzahl der blauen Flecke im Vergleich zum Vorjahr. Gott, hat er gespielt, oder? Ja, nö. Also eigentlich so wie jedes Jahr. Man findet nach jedem Spiel genug blaue Flecke. Adli, in der Presseerklärung hat es ja geheißen, man will die stabile, sehr stabile Innendeckung durch bewegliche Spieler verunsichern. Das heißt, du hast ja verschiedene Spielertypen, dass dann alle Spielertypen zum Einsatz kommen werden, oder? Wir werden die Spieler, die an dem Tag Leistung bringen, einsetzen, richtig. Also wir werden wie in jedem Spiel rangehen. Wir haben unseren Plan, wie wir halt Angriff spielen wollen und wie wir das am effektivsten halt spielen können. Und wenn das nicht reicht, dann muss man kreativ werden. Ne? Das ist immer so. Nicht nur in diesem Spiel. Ja, gut. Es gibt keine Fragen mehr. Dann danke ich fürs Kommen und wir sehen uns alle am Samstag um 20:30 Uhr hier wieder. Vielen Dank. Servus.